So? Okay. I am bound by the promise I made before I died. My father has to understand his mistakes and come to me. Only when the ritual broken centuries ago is fulfilled, will I be free. It's empty. That night I forgot about my ritual. Ja, Junge, so kann's gehen. Something changed in him. He let me go and said he needed to finish the ritual. Okay, ich würde sagen, ich gehe jetzt nochmal alle Bildschirme ab und schaue, ob ich irgendwo das Seepferdchen, die Karte und das eine Puzzleteil finde, weil mir fehlt davon allem wirklich noch eins. Wenn ich dann nichts finde, dann habe ich Pech gehabt. Dann habe ich wirklich einfach Pech gehabt und dann tut es mir leid, dass ich nicht ein Erfolgsding sie habe, aber das kann ich dann nicht ändern. Ich gehe auch mit der Maus rüber, weil es wird einem ja angezeigt, wenn man noch irgendwas bewegen kann. Und darunter dann vielleicht... Das ist kein Seepferdchen, nein. Und darunter dann vielleicht ein Seepferdchen zum Vorschein kommt. Nein, ich sehe hier nichts. Weder eine Karte noch ein Seepferdchen. Es kann natürlich sein, dass ich das alles ganz am Anfang übersehen habe. Deswegen, wie gesagt, ich gehe jetzt alles nochmal durch. Hier hatte ich ein Seepferdchen. Ist hier drinnen irgendwas? Glaubt nicht. Hier hatte ich ein Seepferdchen. Und vor allem, wenn ich mir halt noch irgendwas ansehen kann, ist es möglich, dass da noch ein Puzzleteil ist. Ich glaube nämlich nicht, dass man das Zeug erst im Bonuskapitel bekommt. Ich meine, ja, es wäre möglich, aber es ist doch eher unwahrscheinlich. Ach, sie steht hier auch. Das ist ja praktisch. Wobei es schon irgendwie seltsam ist, dass mir von allem genau eins fehlt. Vielleicht doch Bonuskapitel. Eis hätte auch ein Seepferdchen sehr gut gepasst, aber... She won't wait from the reviving potion alone. It's as if she resisted. I wonder why.
wirklich nicht vorstellen, dass es ein Bonuskapitel ist. Ah, it's much nicer down here. Ist hier vielleicht ein Puzzleteil? Nein. Das ist ein Seepferdchen, aber es ist, glaube ich, nicht das, was wir suchen. Da ist das Puzzleteil! Ja! 24 Puzzleteile. Okay. Und ich habe mich echt gefragt, warum zum Henker man das nicht anklicken kann. Warum ich das immer noch anklicken kann. Okay, also ich hatte recht, ich brauche noch eine Karte und ein Puzzle und ein Seepferdchen. Ach du Scheiße. Ja, ne? Ist nur das. Und ich glaube, das Tagebuch habe ich auch noch nicht fertig vorgelesen. Das wollte ich ja auch noch machen. Nix. Nein, dann tut es mir leid, dann habe ich weder das letzte Seepferdchen noch die letzte Karte gefunden. Ich weiß leider auch nicht, wo ich noch suchen soll. Ich überfliege mit den Augen nochmal. Aber es sieht schlecht aus. Süße, der ist wer weiß wo. So, ich hätte jetzt noch die restlichen Echsen suchen können, aber nee. Ich meine, ja, die sind relativ offensichtlich, die Viecher, aber da habe ich ehrlich gesagt gerade nicht so Bock drauf. Nein, ich gehe jetzt nicht nochmal alle Räume ab. Also unterwegs, ja. Aber nicht alle. Hier war auch nichts. Hier hatte ich eine Karte. Na gut. Dann soll es wohl so sein. Hier könnte ich noch mal einmal so drüber gucken. Aber nein. Dann kriegst du jetzt das Medaillon. Treasure I've ever had.
release everyone from the deals I've made. Mom, it's over. You've freed everybody from the deals with Davy Jones. We can go home. Ups. Die arme Kleine. Jetzt ist ihr Vater tot und sie, nach frag mich wie viel 100 Jahren, muss in der Welt zurechtkommen. Tolle Idee. So, ich muss mich anders auf dem Stuhl hinsetzen. So. Ja, Puppe, du musst damit klarkommen. Ja, also... Ich würde sagen, besser als der zweite Teil. Immer noch schlechter als der erste. Aber war ganz nett, war okay. Wobei ich viel Hilfe gebraucht habe, ich viel übersehen habe. Und natürlich auch die Achievements nicht habe. Mir fehlt ein Seepferdchen und eine Karte. Schade, aber jetzt nicht zu ändern. Und ja, ansonsten, die Reihe war sehr nett. Es ist echt schade, dass sie dann abgebaut haben, gerade auf der Logikschiene. Und auf diesem, was mich halt beim ersten so begeistert hat, ist, dass sie Spinnweben selber wegwischen konnte, dass sie, weiß ich nicht. Die Rätsel waren cool. Waren sie bei den anderen beiden auch, aber der erste war irgendwie besser. Der erste hat mich richtig begeistert. Das hat mir jetzt ein bisschen gefehlt. Ich wollte immer noch wissen, wie es weitergeht und ich wollte es auch zu Ende spielen, aber... Achso. Ich finde es merkwürdig, dass da teilweise so große Lücken drin sind. Da denke ich immer, es ist vorbei. Aber nein. Hier. Bin ich jetzt einmal durch? Nein, bin ich nicht. Fängt ja immer mit Grauen aus der Tiefe an. Also warten wir schön, bis wir durch sind. Thank you for playing. Ja, gerne.